Mit seinem Programm Liebeskasper verarbeitet Oliver Pocher die gescheiterte Beziehung mit Amira. Es ist eine gewisse Form der Verarbeitung der Beziehung, die öffentlichkeitswirksam gescheitert ist, erklärt uns der deutsche Comedian. Unterstützung bekommt Pocher von seinem langjährigen Freund und einstigen Viva-Kultmoderator Mola Adebisi, bei dessen Hochzeit in Las Vegas er sogar den Elvis gab. Das Tourleben hält die Männerfreundschaft aus. Bei uns ist es gut, dass wir beide perfekt sind. Wir sind makellose Menschen. Gott hat uns nach seinem Ebenbild erschaffen. Also Gott und Jesus halt. Und deswegen gibt es da auch keine Probleme, meint Oliver Pocher wie immer auf seine gewohnt bescheidene Art. Mola Adebisi und seine Frau Adelina werden im Sommer ihr erstes Kind erwarten. Fünffach Papa Olli kann klamottenmäßig das Kind ausstatten, da hätte er in allen Bereichen was da. Ich hasse ja die Leute, die immer alle möglichen Tipps geben. Letztendlich haben das ganz viele andere auch geschafft, die wesentlich weniger Vorbildung haben oder das irgendwie in einer Art und Weise geplant haben. Dann wird das schon funktionieren. Ich mache mir da keine Gedanken, das haben schon ganz andere Assis hinbekommen, meint Pocher überspitzt. Manch Hasskommentar zu seiner Person im Internet nimmt Olli erwartungsgemäß auf die leichte Schulter. Ich sage ja immer, ein Shitstorm ist bei Flugmodus nicht vorhanden. Und der Erfolg der Tour spricht ja für sich.